Assalamu alaikum. In dem Video hier behauptet die Person, dass Produkte, er spricht von Mülltüten mit der Aufschrift Blauer Engel und dem dazugehörigen Symbol, dass es nicht erlaubt wäre, diese in die Mülltonne zu schmeißen. Warum das so sein soll, schauen wir uns mal an, was er da sagt. Auf vielen Umschlägen und Tüten steht geschrieben Blauer Engel. Darf man diese in den Müll werfen? Nein, auf keinen Fall. Denn das Wort Engel ist ein geehrtes Wort in der islamischen Religion. Und so wie alle anderen geehrten Wörter, wie beispielsweise die Namen Gottes, dürfen diese nicht verachtet werden. Das heißt, wenn jemand weiß, dass auf einem Zettel der Name Gottes draufsteht und er mit diesem Wissen auf diesen Zettel drauftreten würde oder sich auf diesen Zettel setzen würde oder es in den Abfall wirft, dann würde er aus dem Islam austreten. Manche zum Beispiel heißen mit Namen Abdullah. Und dann steht dieser Name auch auf den Namen Gottes. Diesen aufdecken und sich zeugt von, auch wenn jemand sagt, ich meine aber nicht damit, dieses zu verachten. Denn seine Tat ist schon eine Verachtung des Namens. Da aufmerksam drauf. Geschrieben meistens durch etwas Reiben. Zu einem Tipp, wie man das Ganze dennoch nutzen kann, indem man diese Aufschrift einfach abreibt. Gut, das ist jetzt nicht das Thema. Fazit, der Sprecher behauptet hier, es sei nicht legitim, Produkte wie Mülltüten oder was auch immer mit der Aufschrift Blauer Engel in den Müll zu werfen. Warum ist das so? Denn das Wort Engel sei ein geehrtes Wort im Islam. Und wie alle anderen geehrten Wörter, wie etwa die Namen Allah Ta'alas, die Namen Gottes oder die Namen der Propheten und so weiter, dürfen diese nicht verachtet werden oder man darf damit nicht auf eine Art und Weise umgehen, die auf Verachtung, Nichtehrung und so weiter hinweist. Denn das würde aus dem Islam befördern. Es wäre ein Austritt aus dem Islam. Okay. Das, was der Kollege da sagt, ist ein kategorischer Fehler. Er macht hier einen Kategorienfehler. Denn er verwechselt hier schlichtweg zwei Dinge. Nämlich die sprachlichen Zeichen selbst. Also die Wörter und die Laute, das sind die sprachlichen Zeichen, die wir zum Kommunizieren benutzen. Und das Bezeichnete oder eben auch das Denotat, genannt als das Denotat. Er verwechselt das miteinander, beziehungsweise er scheint gar keinen Unterschied zu machen. Und deswegen überträgt er alles, was für das Denotat gilt, also für das Bezeichnete selbst, überträgt er auf das Wort. Das ist einmal nicht richtig und das Ganze ist aus mehreren Gründen nicht richtig. Lassen wir einmal die Namen Allahs vorweg. Das ist nämlich ein Ding für sich. Aber kommen wir mal zu anderen Bezeichnungen oder den sogenannten geehrten Wörtern im Islam. Tatsache ist, so wie geehrte Wörter gibt es nicht. Ja? Ein Wort ist einfach nur eine Hülle. Es ist ein sprachliches Zeichen. Es steht für ein ganz bestimmtes, für einen Begriff, für ein etwas Bezeichnetes, das Denotat. Nicht die Begriffe und die Namen der Propheten sind das, was geachtet wird und geehrt wird, sondern eigentlich die Denotate dieser Begriffe, also die Personen, für die diese Begriffe stehen. Und genau deshalb sagt Ad-Dusuqi richtig, diesen Unterschied verstehend oder das Konzept dahinter verstehend, also das Konzept von sprachlichen Zeichen und dem Denotat oder Universalien und Einzelinstanzen zu verstehen. Er sagt, Mislu, das ist ein malikitischer Rechtsgelehrte, er sagt Mislu, und das ist nicht nur, ja, das ist jetzt nur mal hier beispielhaft, das finden wir auch anderswo. Er sagt Mislu ilqa al-Qur'an fi kawnihi ridda, ilqa asma'illahi ta'ala ila akhirihi wa asma'il anbiya, idha kana dhalika biqasd al-tahqir wal-istighfaf biha bi an yulqiha min haythu kawnuha isma nabiyyin la mutlaqan. Das ist sehr wichtig und das klärt die ganze Sache. Er sagt, wie das Wegwerfen des Korans gilt als Abfall vom Glauben, das Wegwerfen der Namen Allahs, etc. Und der Namen der Propheten, wenn dies mit der Absicht der Herabwürdigung und Geringschätzung geschieht, indem man sie wegwirft,
weil es sich um den Namen eines Propheten handelt, nicht generell. Weil der Begriff beispielsweise Mohammed, Isa und so weiter, diese stehen nicht ausschließlich, oder das Denotat dieses Begriffes ist nicht ausschließlich der Prophet. Ja, und deswegen sagt er weiter, oder beziehungsweise, ja, er sagt weiter, in Bezug auf die Aussage und die Namen der Propheten, ja, nee, wenn sie mit etwas verbunden sind, das darauf hinweist, also Indizien gibt, dass damit ein Prophet gemeint ist, wie Friede und Segen sein auf ihm oder Mohammed, Rasulullah und so weiter. Also, und dementsprechend der Begriff blauer Engel, das ist ein fiktives Wort. Es gibt keinen blauen Engel, der geachtet und geehrt wird. Das ist ein fiktives Wort. Noch ist hiermit auf weist dieses Wort oder ist das Denotat, das bezeichnete dieses Wort, ein wirklicher Engel? Ja. Sehr. Wie auch der Name Muhammad, ohne eine spezifische Person, wenn ich sage, oder der Begriff Mensch, ohne eine spezifische Person im Kopf zu haben. Das nennt man eine Universalie. Was bedeutet das? Wenn ich sage, wenn ich das Wort Mensch benutze, wie gesagt, ohne eine spezifische Person damit zu meinen oder Person damit zu meinen, dann ist das einfach nur ein mentales Konstrukt. Es gibt nämlich keinen universalen Menschen. Okay? Ein Mensch gibt es nur in konkret personifiziert in Ahmed, Zaid, Fatima, Peter und Lustig. Dementsprechend auch das Wort Malak einfach so, ganz unabhängig davon, dass damit auch andere Dinge in verschiedenen Sprachen gemeint sein können, auch metaphorisch, in Form von Metaphern, es gibt keinen blauen Engel. Gut, wenn also etwas, das kein Engel ist, als ein Engel bezeichnet wird, aus irgendwelchen Gründen, dann ist es wie eine Person, die kein Prophet ist, die als Mohammed bezeichnet wird, aus welchem Grund auch immer. Im Endeffekt ist nicht das Wort ausschlaggebend, sondern das Denotat, also das Bezeichnete. Und damit ist die Sache auch schon erledigt und diese unnötige Haarspalterei bei solchen Sachen ist überflüssig, nicht notwendig. Wallahu a'lam.